Hallo, ich bin's Elke und heute möchte ich mit euch was teilen, was ich mir wirklich einmal die Woche selber koche. Es ist gesund, man bleibt schlank und es schmeckt gut. Eine ganz gesunde Gemüsepfanne. Ihr könnt reinschnippeln, was immer ihr möchtet, frei nach Herzen. Jede Art von Gemüse schmeckt gut. Ich mache einfach mal alles rein. Alles, was mir heute im Kühlschrank entgegengekommen ist. Ein bisschen Porree, Champignons, Zucchini, Paprika, eine Fenchel und Zwiebeln und ein bisschen Rosenkohl. Und an Gewürzen braucht ihr kaltgepresstes Olivenöl, Salz, Pfeffer, Knoblauch, ein bisschen Kräutergewürz, Curry, und zum Abschluss eine leckere Teriyaki-Soße. Nachdem ich alles geschnippelt habe, packe ich jetzt schon die Gewürze drauf. Die muss man nämlich schon vorher drauf machen, damit es ein bisschen einziehen kann. So, das war's schon. Wenn ihr mein nächstes Kochvideo sehen möchtet, vorher auf Abonnieren drücken und dann auf die Glocke und noch ein Herzchen. Wie von der Oma gelernt, ein Holzkochlöffel verkehrt rum in das Öl stopfen, stecken, reintun und wenn es drumherum her brodelt, dann wissen wir, dass das Öl ganz, ganz heiß ist. So, jetzt kommen die Zwiebeln rein. Jetzt kommt einfach alles rein. Als erstes Zwiebeln und der Fenchel. Das braucht nämlich am längsten. Dann der Rosenkohl. Die Zucchini, die nehmen wir nach außen und alles in die Mitte, was länger braucht. Die knackige Gemüsepfanne. Und die gesunde ist jetzt fertig, hat nur 12 Minuten gedauert. Und jetzt kommt noch die Teriyaki-Soße drauf. Fertig. Gesund, lecker und sieht auch noch gut aus. Und fertig ist mein super leckeres, knackiges, gesundes und schlankbleibendes Gemüsepfannengericht.